Was geht, meine Freunde, und willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von The Nightfall. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bereits 5 Uhr in der Früh. Eine Stunde noch. Eine Stunde überleben im Haus. Eine Stunde lang entkommen vor diesem Psycho-Clown. Die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder finden und verbrennen. Genau. Und wir haben es das letzte Mal in dem Brief gesehen. Wir müssen die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder verbrennen, um ihre Seelen zu befreien. Und dafür müssen wir jetzt uns ein wenig wieder durch das Haus begeben. Wohlbemerkt wieder im Dunkeln, weil ich immer noch keine Batterien habe, um die letzten paar Sachen zu finden. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Ich bin echt am Überlegen, was das sein wird. Ist es vielleicht, ich habe zuerst gedacht, vielleicht die Konsole, vielleicht der Computer. Aber das waren ja, glaube ich, noch relativ junge Kinder gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eher, was Kindlicheres sein wird. Vielleicht dieses Ding, was die ganze Zeit so rumgetrötet hat und die Farben gewechselt hat. Ansonsten wüsste ich halt echt nicht, für was man das noch gebrauchen könnte. Oder was könnte es noch sein? Vielleicht die Eisenbahn noch oder irgendein Kuscheltier. Irgendwas davon wird sicher sein. Ich gucke nur, dass ich jetzt irgendwo noch Batterien finde, dass ihr auch mal ein bisschen mehr Licht habt. Aber ich glaube, das sieht düster aus für uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, na gut, okay. Wir gehen in die Küche. Da habe ich die größten Hoffnungen, was zu finden. Oh, eine Kerze wenigstens. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre ganz viele Sachen. Ich bin echt gespannt, ob wir im letzten Teil, also in der letzten... Ich mag kein Bier. In der letzten Stunde dem Clown gegenübertreten. Oh, da ist wieder diese Scheißstatue. Oh, kommt schon. Wenigstens ein paar Batterien. Kerzenstreichhölzer, das bringt mir alles nichts wirklich. Hier ist auch nichts. Vielleicht in der Garage? Kommt schon. Was? Vielleicht ist das Teil eben. Nee, das ist auch kein Spielzeug. Och Mann, kommt schon. Fällt mir alles ganz und gar nicht. Ich denke, wenn schlimme Sachen passieren, dann jetzt. In den letzten 2 halben Stunden. Ich habe echt das Gefühl, der läuft da draußen um das Haus rum. Im Kinderzimmer vielleicht. Gucken wir mal. Jerry ist es sicher mal nicht. Einer von den... Nee, der Affe leider auch nicht. Batterien, kommt schon. Die Eisenbahn? Auch nicht wirklich. Was könnten das noch sein? Jetzt kommt wieder diese Musik. Im Musikzimmer vielleicht. Auch nicht wirklich. Hier ist nichts. Batterien höchstens vielleicht, wenn ich Glück habe. Natürlich wieder mal nicht. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Und wir können natürlich keine Kerze in die Hand nehmen, ne? Da, Batterien. Yes. Oh. Der war im Spiegel. Oh, dieser Bastard, ey. Scheiße. Hat er mich jetzt trotzdem nochmal erschreckt? Ja, du kleiner Psycho-Clown. Lach du nur. Dir wird das Lachen bald vergehen. Batterien, ja. Vibrator, nein.
Okay, dann haben wir oben eigentlich auch alles relativ abgecheckt. Was könnte dieses Spielzeug sein? Das Telefon klingelt. Mist. Hast du es? Uah. Echt jetzt? Wie krank! Scheiße! Okay. Zwei Kerzen haben wir. Nur noch eine ganz schwache Batterie. Ach Mann. Spielzeug muss doch was hier im Kinderzimmer sein. Oh, wartet mal. Mein Kreisel, der dreht sich. Der dreht sich so lang. Mein Kreisel, der dreht sich. Bis ich ihn fange. Solange er sich dreht, dreht die Welt sich mit. Solange er sich dreht, drehe ich mit ihm mit. Malbuch von... Okay, das ist ein Malbuch von ihrer kleinen Tochter gewesen. Oder von ihrem Sohn, kleiner Sohn. Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Das heißt, wir müssen einen Kreisel finden, Leute. Der wird wahrscheinlich in irgendeiner Schublade liegen. Oh, kommt schon, den finden wir. Ah, super, wir haben noch ein bisschen Batteriesaft gehabt. Will doch nicht wissen. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Hier? Nein, nein. Nein. Oh, der ist sicher in der Garage unten. Ist hier ein Kreisel? Musikzimmer? Komm schon, Kreisel. Da ist auch keiner. Verdammt! Wir schauen im Arbeitszimmer nach. Ich habe keine Batterien mehr und ich will nicht, dass die Batterien mehr leer gehen. Kreisel? Wenigstens Batterien. Auch nicht. Ich schaue in der Garage nach. Dieser scheiß Flur hier. Oh, das mag ich, dieses Geknarre. Hier irgendwo ein Kreisel? Auch nicht. Ah. Was denn? Ist hier der Kreisel? Da ist er! Halte die rechte Maus und bewege die blablabla. Was hier ist? Was müssen wir machen? Verbrennen, gell? Wir haben Feuer, genau. Ein Feuer. Im Wohnzimmer. Machen wir. Und jetzt? Scheiße. Das war das Erste. Yes! Jetzt fehlt nur noch das andere. Und der Spuk ist vorbei. Okay, jetzt müssen wir nur noch das andere finden. Oh. Oh, ja, noch eine halbe Stunde, Leute. Wow, okay, das erste war der Kreisel gewesen. Bin jetzt mal echt gespannt, was wir als zweites finden müssen. Und danach haben wir es geschafft, Leute. Aber ich bin jetzt echt gespannt, ob der Clown auftaucht, ohne Scheiß. Also wir haben ihn ja schon ein, zwei Mal gesehen. Aber ich bin halt jetzt echt mal gespannt, ne, wie das Ganze überhaupt allgemein ausgeht. Ey, Leute, bald haben wir es. Wie lange nehme ich jetzt auf? 10 Minuten? Ja, das liegt auf jeden Fall noch drin, das machen wir noch. Noch eine halbe Stunde bis Tagesanbruch. Okay. Wir haben es bald geschafft, Leute. Komm schon, ein paar Batterien wenigstens. Ein, zwei Paar, dass wir wenigstens ein Paar haben.
Das gibt's nicht. Wieso sind die denn so rar? Da! Jawohl. Das letzte Spielzeug muss gefunden werden. Die Briefe kennen wir alle schon, aber vielleicht hat sie hier wieder Batterien. Die werden hier von Part zu Part neu geladen. Es sind aber keine hier. In der Küche hat man immer gut Glück. Gucken wir nochmal ein bisschen. Keiner hier? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich mag kein Bier. Wir wissen, dass du kein Bier magst. Ach, scheiße, hier ist auch nichts. Okay. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Komm schon, Batterien. Im Wohnzimmer. Nicht im Wohnzimmer, in der Garage also nochmal gucken. Auch nichts. Hier drin? Nur Streichhölzer. Das heißt, warte, wie war es im vorherigen Part? Wir haben erst einen Brief gefunden und danach konnten wir den Kreisel suchen. Das heißt, wir suchen nichtsdestotrotz trotzdem nochmal einen Brief, wo das letzte Spielzeug drinne steht. Der war hier gewesen. Was war das? Da, an der Tür. Oh mein Gott, das war echt scheiße gerade. Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Was? Scheiße, wie kommen wir denn hier raus? Habe ich hier irgendwas? Er hält uns immer fest, immer noch fest. Ist die Tür offen? Die Puppe sitzt jetzt da, die war vorher nicht da. Alles ist verkehrt herum. Ey, alle Puppen sind jetzt plötzlich hier. Die andere. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, wenn ich vielleicht rückwärts laufe. Da ist jetzt auch wieder die... Aber es fehlen noch ein paar Puppen. Also die zwei von unten fehlen garantiert noch. Alles ist verkehrt herum. Die geht nicht auf. Jerry? Alles klar bei dir? Ungünstige Position, mein Freund, ne? Ich kann höchstens den Computer anmachen. Mein Kreisel, der dreht sich. Ja, das kennen wir schon. Der dreht sich so lang. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Okay, was muss ich hier machen? Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Was heißt denn verkehrt herum? Ist das irgendein Code, was wir machen müssen? Hier ist nichts, da auch. Ja. Nee.
Oh, die ist neu dazugekommen gerade. Scheiße. Jetzt fehlt nur noch die Puppe mit den ganz schwarzen Augen, glaube ich. Sie. Fuck. Ich komme nicht raus. Jetzt gucken die mich alle an. Komm schon, lass mich doch raus. Wir kommen raus. Okay, 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 okay. Da! Musik ist schön. Ich mag es, wenn Mama singt. Aber wenn sie nicht zu Hause ist, dann mache ich Musik mit meiner Spieluhr. Wir suchen eine Spieluhr. Manchmal drehe ich auch an der Uhr, wenn Mama da ist. Dann singen beide zusammen. Das ist am schönsten. Manchmal macht sogar Vincent mit. Okay, okay, okay. Wir suchen eine Spieluhr. Aber die aus dem Musikzimmer wird ja wohl nicht gemeint sein, oder? Ach, keine Batterien mehr. Toll. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Das ist sie nicht. Und da kommt jetzt eh gleich der scheiß Clown raus, Mann. Da habe ich mich auch mega erschreckt. Das scheiß Teil hier wieder. Eine Spieluhr, eine Spieluhr. Kommt schon. Geschafft. Nur noch reinwerfen. Ich habe es geschafft. Damit sollten die Seelen der Kinder wieder frei sein. Und der Albtraum ist vorbei. 6 Uhr morgens? Haben wir es geschafft? Oder kommt jetzt noch was? Entschuldigung. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind fertig. Okay, das Ende war jetzt zwar ein bisschen mager gewesen, also ja, da hätte ich jetzt echt noch irgendwie so einen riesigen Knall erwartet. Zumindest, dass uns irgendwie der Psycho-Clown noch auftaucht und uns noch nachrennt und wir müssen nach draußen. Aber du, es kann halt auch nicht immer so ein Ende haben, ne? Yo, also ich fand das Game mega geil. Vor allem so gegen Mitte so ungefähr, wo sich die ersten paar Mal wirklich erschreckt hat, da war die Spannung schon wirklich hoch gewesen. Am Ende hat sich jetzt für mich irgendwie nur noch ein bisschen in die Länge gezogen, weil ist halt wirklich nicht viel Neues mehr passiert. Aber trotzdem, das Game war geil gewesen. Es hat mir echt gut gefallen, hat mir echt Spaß gemacht, mit euch das zu spielen. Ihr seid echt super Leute, ihr habt echt toll geliked, ihr habt schöne Kommentare geschrieben. Es hat echt motiviert, das Ding auch zu Ende zu ziehen. Und wie gesagt, wenn ihr Ahnung, ich muss mal ein bisschen leiser machen, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich sonst noch spielen kann an solchen Art von Games oder allgemein, haut mir das in die Kommentare unten rein und ja. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Nier. Ciao.